Hallo und herzlich willkommen zum Börsenlexikon bei Wirtschaft TV. Mein Name ist Sebastiano Schweizer und wir befinden uns jetzt auf dem Weg zu Tradegate und lassen uns von einem Experten erklären, was es mit Hochfrequenzhandeln auf sich hat. Doch bevor wir den Experten fragen, wollten wir erstmal von euch wissen, was ihr schon darüber wisst. Keine Ahnung. Das weiß ich echt nicht. Ich weiß nicht. Dass man schnell Dinge kauft und wieder verkauft. Wenn man Aktien kauft, dann geht der Preis auf. Wir befinden uns jetzt hier im Handelssaal von Tradegate und bei mir ist Christoph, der mir mal erklären muss, was ist denn Hochfrequenzhandel? Hochfrequenzhandel bezeichnet das automatische Kaufen und Verkaufen von Wertpapieren durch Handelssoftware und es ist auch bekannt als Algo-Trading. Und wie genau funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert wie folgt. Und zwar werden da Handelsprogramme so programmiert, dass stets diverse Datensätze ausgelesen werden. Zum Beispiel werden Chartformationen ausgelesen, es werden Schlagwörter in News-System gefiltert oder andere statistische Modelle. Und dann werden Faktoren vergeben und wenn diese Faktoren eintreffen, wird sofort der Kauf bzw. der Verkauf eines Wertpapiers gestartet. Somit kann im Prinzip innerhalb von Millisekunden auf bestimmte Marktsituationen reagiert werden. Dementsprechend hat man anderen Marktteilnehmern etwas voraus. Und wie häufig erfolgen diese automatischen Trades an den großen Börsen? Die automatischen Trades haben innerhalb der letzten paar Jahre rasant zugenommen. Auf Xetra beispielsweise machen automatische Trades mittlerweile rund 60% des gesamten Umsatzes aus. An der New Yorker Börse sind es bereits 70%. Die automatischen Trades sind darauf ausgelegt, innerhalb von kürzester Zeit minimale Kursgewinne zu nutzen. Und durch dieses ständige Kaufen und Verkaufen werden untertägige Marktschwankungen natürlich auf der einen Seite verstärkt, zum anderen wird natürlich aber auch das Handelsvolumen deutlich erhöht. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann klickt euch rein auf wirtschaft-tv.com.